Moin Leute, der Liga-Modus in Cold War kommt bei allen von euch gut an, beziehungsweise bei den meisten, und viele haben einfach vom Multiplayer relativ die Schnauze voll. Und ich habe mir gedacht, wenn bei euch der Liga-Modus so extrem gut ankommt, warum machen wir nicht was Schönes? Es ist jetzt mittlerweile über 2 Jahre her und die Black Ops 3 Turniere damals haben richtig, richtig Spaß gemacht. Leider gab es immer wieder größere Teams, die der Auffassung waren, weil es um Preisgelder gab, dass man mit allen Mitteln versuchen muss zu gewinnen. Das Ganze werden wir dieses Mal ein bisschen anders machen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, wir werden jetzt am Karfreitag und Ostersamstag, wenn man so nennen kann, ein Cold War Turnier machen. Ein Cold War Turnier mit den Spielmodus Stellung, Suchen, Zerstören und Kontrolle. Die ersten Runden werden im Best of 3 Modus sein. Das heißt, ihr spielt gegen ein zufällig ausgelostes Team. Die Teams, die gegeneinander spielen, werde ich Donnerstag ab 18.30 Uhr live im Twitch Stream auslosen. Es wird ein Discord Server für euch schon verfügbar sein. Auf den könnt ihr nach diesem Video schon direkt rauf. Extra für eure Teamanmeldung ist auf meinem Discord-Server ein Raum eingerichtet. Den könnt ihr sehr leicht finden. Wir werden 16 Teams nur erlauben. Das heißt, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, wir werden nicht danach gehen, wer sich zuerst anmeldet, sondern einfach so entscheiden. 16 Teams werden erlaubt sein. In der ersten Runde ist es Best of 3, dann sind noch 8 Teams dabei. Ebenfalls Best of 3, dann sind noch 4 Teams dabei. Mit diesen 4 Teams ist es ein Best of 5 und das Finale ist ein Best of 7. Das Gewinnerteam bekommt 200 Euro von meinen Mods und mir so gesponsert. Der Zweitplatzierte bekommt für jeden aus dem Team ein Gratis-Paket von Loot von uns auch gesponsert. Und wir werden jede Stunde im Stream einzelne Geschmackssorten so verlosen an alle Teilnehmer, an alle Zuschauer, an alles Mögliche. Ihr braucht dafür nicht zahlen, ihr braucht nichts tun, ihr braucht wirklich gar nichts tun, außer euch auf Discord in dem Raum mit eurem Teamnamen und euren Teammates anmelden. Diese 4 Namen, die ihr anmeldet, sind die 4, die für euch spielen können. Wenn Freitag oder Samstag in eurer Partie irgendein anderer Name auftaucht, seid ihr raus. Wenn ihr die vorgegebene Uhrzeit um mehr als 5 Minuten überschreitet, weil irgendeiner Internetprobleme hat, Mutti gerufen hat, er gerade nicht da ist, seid ihr raus. Wir werden da sehr, sehr nicht mehr tolerant dieses Mal drauf dabei sein. Das heißt, wenn ihr mitspielen wollt, in den Discord-Channel, Leute, schreibt euren Teamnamen dort rein, schreibt eure Teammates rein, 4 Stück sind es natürlich, und das war's. Am Donnerstag im Livestream könnt ihr gerne live schauen, ihr könnt aber auch dann später, da wird es nochmal eine Visualisierung dafür geben, im Discord-Channel am Freitag theoretisch gucken, oder ihr guckt euch den Stream von Donnerstag am Freitag nochmal an. Da könnt ihr dann gucken, um welche Uhrzeit ihr gegen wen spielen werdet. Das Ganze kann sich natürlich immer um ein paar Minuten verzögern, aber ihr werdet es dann sehen. Wer nicht da ist, ist raus. Das Preisgeld wird fair aufgeteilt, das heißt, einer von euch bekommt die 200 Euro als Siegerteam oder jeder Einzelne schickt mir seine PayPal-Adresse und bekommt 50 Euro. Die Zweitplatzierten bekommen ja ebenfalls das gratis Loot-Paket, die Versandkosten und die Kosten gehen auch auf uns. Ich persönlich habe riesig Lust drauf, deswegen an alle, die Interesse haben, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich nicht alle nehmen kann. Ich habe beim letzten Mal ungefähr 100 Teamanmeldungen gehabt. Ich kann keine 100 Teams hier spielen lassen. Das heißt, seht das jetzt am Wochenende als kleine Testphase. 16 Teams bedeutet, wir werden 64 Teilnehmer haben. Das ist, glaube ich, mehr als fair und mehr als geil. Das Ganze wird live auf Twitch gestreamt. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht gefolgt habt, solltet ihr das jetzt vielleicht schnell machen. Am Donnerstag, wie gesagt, werden wir die Live-Auslosung der 16 Teams machen. Und Freitag und Samstag werden dann die ersten Runden und Samstag Halbfinale und Finale stattfinden. Kommt ihr am Freitag ins Halbfinale, werdet ihr am Samstag ab 16 Uhr, 16.30 Uhr dürfte die erste Partie dann sein, die beiden Halbfinals spielen und Samstag wird auch das Finale direkt gespielt. Das heißt, ihr müsst, bevor ihr euch anmeldet, gucken, ob ihr und eure Teammates Freitag könnt und Samstag könnt. Wenn ihr nur an einem von beiden Tagen könnt, habt ihr leider Pech gehabt. Wenn euch das gefällt und wenn ihr vielleicht noch Vorschläge habt, wie man dieses Turnier auch in Zukunft noch anders veranstalten kann, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ich würde mich über euer Feedback natürlich freuen. Macht es fair, Leute. Es geht hier nicht um 10.000 Euro, aber 200 Euro ist trotzdem fürs erste Turnier und die Preise werden steigen in Zukunft, wenn es ordentlich funktioniert. Mit Sicherheit ziemlich cool und es wird mit Sicherheit ziemlich spannend. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie in den Discord-Channel. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus für heute. Haut rein.